Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und ich bin total gut gelaunt, obwohl ich müsste jetzt so eine, kennst du diesen Marsch, der mal gespielt wird, wenn jemand zu Grabe getragen wird? Oh, genau, ich habe jetzt den Imperial Marsch von Star Wars gemacht. Geht nämlich auch, ja, weil aus etwas Altem kann auch etwas Neues erwachsen. Moin Christian. Hallo Jan. Und hallo da draußen an unsere Zuhörer natürlich auch. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Einmal einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Morgen, wann auch immer an deine Zuhörer, lieber Jan. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer an meine Zuhörer. Ja, und ich bin vollkommen bei dir. Ich habe gerade das Bild von Phönix aus der Asche gehabt. Manchmal gibt es ja so Bilder, die man im Kopf hat. Ja, ne? Und ich habe halt gerade auch dran gedacht, so, dass es auch etwas gibt wie Trauerfreude. Trauerfreude? Ja, ich bin ein total kreativer Mensch. Ich weiß. Also, weißt du, auf der einen Seite wird mir in meinem Solo-Podcast, wird mir unser gemeinsamer Podcast zum Projekt 42 tatsächlich fehlen. Mhm. Ja, wobei, komm, ab und zu, so einmal im Monat, ja, werden wir beide quasi vom Projekt 42 nochmal in unsere Solo-Shows reinluken. Genau. Ja. Aber auf der anderen Seite freue ich mich, dass der neue Podcast draußen ist. Echt, ist ein neuer Podcast draußen? Es ist brandneu, neu abonnieren, ganz fresh auf dem Markt, ja, mit völlig anderen Impulsen. Und ich finde es auch ganz gut so, dass das jetzt passiert, denn so verwischen wir unsere Podcasts nicht mehr und können in einem anderen Podcast tatsächlich über ein anderes Herzensthema von uns reden, über das Netzwerken und über Handtücher. Ja. Und vielleicht, damit irgendwie unsere Zuhörer auch wissen, über was reden wir hier eigentlich. Wir sind gerade so ein bisschen reingesprungen. Der Jan und ich, und ihr habt vielleicht, der ein oder andere hat ja unseren Weg so ein bisschen verfolgt die letzten Monate. Wir haben uns ja, und das haben wir an einer anderen Stelle schon mal erzählt, vor, wie lange ist jetzt her? Anderthalb Jahre, glaube ich, bald, ne? Haben wir uns kennengelernt und im letzten Jahr dann irgendwann näher kennengelernt, haben gesagt, wir machen was zusammen. Und durch dieses Aufeinander-Einlassen ist ja was entstanden, ist nämlich das Projekt 42 entstanden. Dann gab es den Stammtisch 42. Moment, den gibt es noch. Den gibt es noch. Ja, der ist entstanden, wollte ich damit nur sagen. Wir reden gerade darüber, eine Sache ist tot. Ja, nicht, dass ihr jetzt glaubt, so, der Stammtisch nee, ist nee, gestorben. Nein. bloß nicht. Also, dann gibt es den Stammtisch. dann gibt es irgendwie die Präsenz im Internet. Also ganz, ganz viel, was daraus erwachsen ist. Und ja, wir haben uns dann irgendwann überlegt, okay, wie machen wir weiter? Und dann haben wir gesagt, wir nehmen quasi als ein weiteres Element, als ich habe so ein bisschen das Bild, das ist doch das, was ich gepostet habe, der Rakete, die startet. Ja, wir zünden im Grunde genommen die nächste Brennstufe, ja, nämlich, dass wir den Podcast, das, was wir jetzt hier jeweils einmal in der Woche gemacht haben, nämlich gemeinsam sprechen, gliedern wir aus in einen eigenständigen Podcast, nämlich den Projekt 42 Podcast über Handtücher und Netzwerken. So, jetzt haben wir so ein bisschen den Bogen rund gemacht, um was es eigentlich geht. Ganz genau. Und da wir das ja alles ehrenamtlich, ich nenne es immer noch ein bisschen ehrenamtlich, machen, diese ganzen Podcasts und den Stammtisch 42, und das wird ja auch erst einmal so bleiben, damit übrigens der Podcast vom Projekt 42 dann vielleicht irgendwann mal auch bezahlt wird, brauchen wir Follower. Und damit wir nicht die nächste Stufe wieder starten, sondern gleich in einen Warp-Antrieb reingehen. Oh, schönes Bild. Würde ich dich total bitten, wenn du nach diesem Podcast, wir verlinken das in den Shownotes, beziehungsweise wenn du nach dem Podcast einfach in deinem Apple Podcast App oder in der App, in der du gerade hörst, Spotify oder was auch immer, schnell das Projekt 42 über Handtücher und Netzwerken suchst
und uns abonnierst und wenn du bei Apple bist, uns auch eine 5-Sterne-Referenz gibst und vielleicht auch noch 2, 3 Worte dabei setzt, ja, dass du es cool findest, also wenn du es wirklich cool findest und uns hilfst, noch mehr Menschen zu erreichen, der miteinander geht. Immer mehr und das ist halt auch unsere Sache und wir wollen ja Menschen in dem Podcast, also im Projekt 42 Podcast, wollen wir Menschen in die Sichtbarkeit bringen, Unternehmer, Solo, Entrepreneure, Menschen mit Ideen, Netzwerker und die Sache ist einfach die, umso mehr Abonnenten wir haben, umso mehr werden die Menschen, die dort sind, sichtbarer und umso mehr Abonnenten wir haben, können wir dann tatsächlich irgendwann mal überlegen, dass wir das sponsoren lassen, also dass wir eine Werbung einspielen lassen, um das Projekt 42 zu bezahlen, also die Kosten zu decken, beziehungsweise die Webpräsenz. Das, wie gesagt, das kostet ja alles Geld. Und wir würden ja schon ganz gerne ja nicht nur eine schwarze Null machen, sondern wir beide sind Unternehmer, wir würden ja ganz gerne auch ein bisschen Gewinn rausholen und du kannst uns ein bisschen helfen, uns das Leben leichter zu machen. Ja, und gleichzeitig haben wir ja immer zwei Gesichtspunkte, die wir beide im Blick haben. Natürlich, und da sind wir offen und ehrlich, vom ersten Tag sind wir da transparent, ja, dass wir natürlich mit all dem, was wir tun, am Ende auch Geld verdienen wollen und müssen. So. Und gleichzeitig wollen wir aber nicht alleine Geld verdienen, sondern wir wollen mit jedem, der sich am Projekt beteiligt, jeder, der da Bock drauf hat, wollen wir gemeinsam Geld mit verdienen. Also das heißt, wir wollen Reichweite geben, wir wollen Sichtbarkeit geben, wir wollen aber auch Menschen einfach mit ins Projekt dazu holen, die vielleicht erkennen, wo sie ihre Sichtbarkeit wirklich nutzen können und vielleicht auch für sich selbst einen Mehrwert draus schaffen können. Dann gibt es ja ganz viele Affiliate-Möglichkeiten, also ganz viele Provisionsmöglichkeiten, die wir anbieten und wo wir auch Menschen ermutigen, sich gegenseitig einfach Provisionen auszuzahlen, weil ich glaube, dann können wir damit wirklich ein ganz, ganz großes Rad drehen und dann geht es nicht mehr nur darum, ob jetzt der Jan und der Christian da irgendwie dieses Projekt finanziert haben und vielleicht da auch ein bisschen Geld mitverdienen, sondern dann geht es um was viel Größeres, nämlich das andere auch davon, ja, davon profitieren und davon leben. Das ist krass, ne? Das ist so deutsch, dass wir anfangen zu argumentieren, dass wir Geld verdienen wollen. Aber es ist ja, ja, es ist typisch deutsch. Also, ja. Und da wir es anders machen, reden wir darüber. So, Punkt. So, Ende aus. Und wie gesagt, aus jedem Ende kann oder erwächst ganz häufig ein neuer Anfang. Na, nicht zur Not gibt's oder nicht umsonst gibt es ja diesen wunderbaren Spruch, der König ist tot, es lebe der König. Genau. Und der neue König übrigens, ja, beginnt schon zu leben, nur weil wir das gerade eben gesagt haben, mit geht mal auf in dem Podcast-Player, wo ihr seid, irgendwie fangt mal an zu bewerten. Wir haben schon die ersten Bewertungen, haben wir schon bekommen, habe ich gerade eben gesehen. Ja, das ist krass. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, du kannst es eher einsehen als ich. Ich muss da gleich nochmal selber gucken. Ich bin nämlich neugierig. Allerdings weiß ich, welche Downloads sind. Aber lassen wir das. So, also wie gesagt, wir haben gestern gelauncht, offiziell, also bekannt gemacht und hatten schon 40 Downloads. Das ist dafür, dass wir das nicht bewerben, sondern einfach nur gesagt haben, es ist da. Großartig. Ja. Und heute wollen wir uns jetzt nicht nur Selbstbeweihräucherung und Werbung für uns machen, sondern wir wollen dich einladen, dir ein paar Gedanken zu machen. Und zwar reden wir heute mal über das Wachstum, über Samen, die du pflanzt. Und den Samen, den wir gepflanzt haben, war damals, dass wir aus einer völlig anderen Richtung uns gegenseitig in unserem Podcast besucht haben und hatten ganz andere Intention damit, das zu tun. Und der Fokus hat sich dann geändert und es ist auch mein Impuls an dich heute. Egal, was du machst, wir sind ja so häufig immer nur auf unser Business oder unser Leben so fokussiert, wie es gerade ist. Ne? Halte mal kurz inne, denk mal drüber nach und denk vielleicht mal drüber nach, was wolltest du immer schon mal tun? Denn das Projekt 42 ist bei mir, da geht gerade ein Traum in Erfüllung in Form von, ich wollte immer eine Community bilden von Menschen, die sich unterstützen. Und den Gedanken habe ich schon über 10 Jahre. Und jetzt geht er in Erfüllung. Und das sind die Samen, die du pflanzt. Wenn deine Gedanken, deine Träume, so wie du mit dir jetzt gerade umgehst, so wie deine Wirklichkeit jetzt ist, das sind die Samen, die du gerade eben heute ganz aktuell für die Zukunft pflanzt. Und dann überleg doch mal, wo pflanzt du deine Samen? Ist das ein Vulkanboden?
der noch aus Stein ist? Und, ja? Oder ist das ein, wie heißen denn diese Inseln? Ein Humusboden. Ein Humusboden. Ich meine, wo da gibt es auch diese Insel mit den ganzen Möwen drauf, wo man da den Dünger, Serrano, was auch immer, rausholt. Also überleg mal, wo pflanzt du? Ja, vielleicht ist auch überdüngt. Kann ja auch sein. Ja, also wo pflanzt du gerade was? Wo ist das kleine Pflänzchen, was wachsen soll bei dir? Und zwar in jeglicher Form, in Beziehung, in Freundschaft, im Business. Und ja, denn das machen wir ganz häufig nicht. Ich erlebe das auch, ich habe das früher auch gemacht. Ich bin so blind durch die Gegend gegangen, hatte so einen Beutel mit Samen, so einen Rucksack, so also wie der Weihnachtsmann, ne? Habe immer reingegriffen und habe dann so, wie wenn man Salz oder Grit streut, wenn es geschneit hat. Ne? Ja. Oh Gott, ich will dieses Bild von Schnee gar nicht wieder zurückholen. Ja. Wir haben ja jetzt gerade hier blauen Himmel und Wärme. Aber das einfach so auf die Straße gestreut und überleg mal, was mit dem Grit gerade passiert. Der wird weggefegt und der ist einfach weg. Weil es auf dem Steinboden gelandet ist, genau. Ja. Ja, also ich finde den Gedanken total schön, nämlich so mal hinzugucken, okay, wo hast du vielleicht auch schon was gesät, wo du so vielleicht wieder ein Auge drauf werfen darfst. Das heißt nicht, dass du unbedingt, wie war das so schön, der Bauer kann am Getreide zupfen und zerren, das wird davon nicht schneller wachsen. Manchmal darf man gewisse Dinge auch ruhen lassen, ja, wenn man das wohlweislich gut vorher angelegt hat. Und ich bin ja im Moment durchaus einfach ein Freund davon, von dem Gedanken, dass wenn du achtsam bist, wenn du aufmerksam bist, wenn du auch wirklich dir mal den Moment nimmst und auch die Dinge, die gerade so in deinem Leben passieren, so ein Stück weit reflektierst, ich glaube, dass Dinge, die wichtig sind für dein Leben, vielleicht auch mehr als einmal dir vor die Füße fallen. Oh ja, und vor allen Dingen ohne Erwartungshaltung dazu. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen von uns, der eine Frage hatte an mich, darüber gesprochen, dass es, er hat gesagt, das Universum gibt dir immer auf eine andere Art und Weise, als du glaubst. Und das ist halt diese Erwartungshaltung. Also wenn du einen Samen pflanzt, manche Samen, da kann man die Erwartung dran haben, dass da ein großer Baum raus wird, weil man nämlich vorher etwas geschaffen hat, die Voraussetzung geschaffen hat, dass dieser Samen wächst. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite ist dieses, wir leben ja nach dem Motto geben und dann erst bekommen, ist genau nach diesem Motto, ist das Universum halt nicht so, dass du halt so bekommst, wie du das erwartest, sondern dass sich eine Tür von ganz woanders öffnet oder ein Mensch in dein Leben tritt. Und da gilt es, achtsam zu sein und da gilt es auch, diese Dinge zu erkennen. Ja, genau. Und ich finde diesen Begriff der Erwartungs, also nicht die Erwartung, also was ja bei dem Thema Erwartung immer so das die große Herausforderung ist, das hat ja dann häufig was von einem Zwang und von so einem, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann geht die Welt unter, dann ärgere ich mich, dann, also wenn diese eine Erwartung nicht funktioniert. Und das, was wir uns dadurch verbauen, ist einfach der Blick für den neuen König quasi. Ja, dieses wirklich vermaledeite Wenn-Dann-Denken, ja. Wenn ich das mache, dann, das machen ja ganz viele Menschen. Ja. Da hatten wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, dieses Buch, ich weiß nicht mehr, wie die Autorin hieß, die Menschen interviewt hat, die im Sterben lagen. Mhm. Und gesagt, und die haben immer die Dinge nur bereut, die sie nicht getan haben, tatsächlich. Ja. Und das ist das Wenn-Dann-Denken. Wenn ich die und die Herausforderung oder Voraussetzung habe, dann mache ich das. Und das tritt einfach seltenst. Also ich wünsche es meinen Hörern, dass es eintritt, und zwar bei allen. Ja, ja, klar. Befürchte aber. Ja, und manchmal ist ja auch eine verquickte Zusammenhang mit dabei, wenn das nicht dann, ja, also ich tue irgendwas und habe da die Erwartung, weil wir gerade von Erwartungen kommen, und habe im Kopf, wenn das nicht funktioniert, dann bin ich nicht erfolgreich, dann habe ich verloren, dann bin ich der Loser, dann, ja, also das sind auch da, wenn dann Verknüpfungen, die ungut sind, so will ich es mal sagen. Auch im Unternehmertum, ja, wenn ich die neue Homepage habe, dann rennen mir die Türen, die Kunden die Türen ein, ja, ist völliger Unsinn. Bitte auf eine Seite, ja, wenn du dich wenn du dir gerade überlegst, dich selbstständig zu machen oder, ja, ein Gedanke, bitte, 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 denk dir niemals. Es gibt mehrere Gedanken, die man nicht denken sollte, aber einer, bitte, ganz klar, denke nicht, dass die Welt auf dich gewartet hat. Das
Tut sie nicht. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, ja, weil ich habe gerade eben gedacht, wenn der Podcast startet, dann kommen die Leute also zum Projekt und das, nö, ist ja Unsinn, sind ja schon da. Ha, ha, ja, sind ja schon da. So, ja, was wir jetzt einfach bei dem Podcast brauchen, ist, ihr seid da und wir brauchen einfach einen Klick von euch. Wir brauchen von euch 20 Sekunden eurer Zeit heute und jetzt. Und mehr nicht, also bitte, also es geht gar nicht um Bittstellung, sondern ich glaube, ihr hört unseren Rolo-Podcast, ihr wisst, dass wir uns Gedanken machen. Ihr habt uns jetzt kennengelernt über die letzten Wochen und Monate. Und wenn ihr seht, was für geiles Zeug wir machen und ihr findet das richtig, richtig cool, dann finde ich, ist es eine logische Abfolgung, dass ihr euch jetzt gleich 20 Sekunden Zeit nehmt und uns dort auch folgt. Ja, macht das total gerne. Da freue ich mich, da freuen wir beide uns riesig drüber. Genau. Jan. War das jetzt so Richtung Abschluss? Ja, ich habe es gesehen. Das war Richtung Abschluss. Wir dürfen hier ja nicht zu viel machen. Wir wollen ja das gerne, dass unsere Zuhörer heute noch die Zeit haben, auch in mindestens einen der Projekt 42 Folgen sich anzuhören. Ganz genau. Denn kannst du gleich machen, denn parallel zu dieser Folge kommt auch eine niegelnagelneue Folge zum Projekt 42 raus. Und ich kann dir mal eins sagen, du hast heute, wenn du sonst nichts vorhast oder dein Tag blöde startet, hast du total viel anzuhören, zu lachen, zu überlegen und den neuen König zu feiern und auch mal drüber nachzudenken, wo kannst du denn der neue König in deinem Leben werden? Genau, und jetzt muss ich das kleine Werbefenster am Ende noch mal aufmachen. Heute ist Montag, morgen ist Dienstag. So geht die Woche. Was? So geht die Woche. Das ist total verrückt. Also morgen ist Dienstag. Und morgen ist wieder Stammtischzeit. Morgen am 23. Februar um 17 Uhr ist wieder Stammtischzeit. Stammtisch 42. Du findest alle Informationen unter www.projekt42.online/Stammtisch. Da findest du alles, was du dazu brauchst. Da findest du den Link. Du musst dich nirgends anmelden. Du bist einfach da, kommst dazu. Es gibt wieder drei inspirierende Stammtischrunden mit inspirierenden Fragen. Vielleicht manchmal ein bisschen querdenkenden Fragen, die durchaus den einen oder anderen schon herausgefordert haben. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann kannst du dir sicher sein, du wirst die Teilnehmer mal in einem ganz neuen Licht kennenlernen und dich mit ihnen vernetzen. Und übrigens, das ist Veränderungsprozess, der darf nämlich auch Spaß machen. Der darf dich herausfordern, das ist grenzenüberschreitend, das ist Persönlichkeitswachstum und neue, richtig coole Erfahrungen machen. Und die machst du mit uns. Sehr gut, mein lieber Jan. Ja. Ich glaube, wir machen einen Punkt für heute, ne? Wir machen einen Punkt für heute. Ja, sag mal tschüss. So ein bisschen wehmütig bin ich ja, ne? Aber I'm too sad. damit wollte ich eigentlich vorhin anfangen, aber nee, ein anderes Thema. Wir machen unseren Standardabgang, lieber Jan, und ich sage einfach, keep ready. You're Hunto. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.